Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Kurzinfo zu den ganzen Transfer und Gerüchten und auch ein Anliegen von mir. Also, der Wunschspieler der Fans, das hört man glaube ich jetzt überall raus, ist Okugawa. Auch hier bei der Umfrage ist fast 70% wollten ihn unbedingt haben, gerade mal 4% hier bei Dovbik. Ja, es gibt Chancen ihn zu holen, er hat eine Ausstiegsklausel um die 5 Millionen. Ich denke, der FCA hat hier auf jeden Fall das im Hinterkopf. Es wird jetzt sehr, sehr spät, sehr, sehr eng bis 18 Uhr. Man kann da aber noch was machen, was mir Hoffnung gibt. Bielefeld dementiert zwar immer noch, dass ein Angebot abgegeben wurde und er ist immer noch im Mannschaftstraining und wird auch erwartet. Aber was mir Hoffnung gibt, Matteo Klimowicz, das Gerücht ist sehr heiß bei Bielefeld, fast an die 70%, 67%. Und er soll auf dem Weg nach Bielefeld sein. Das ist natürlich jetzt nur, was ich gehört habe. Und wenn das wirklich so ist, ist da definitiv was drinnen für uns. Klimowicz wäre für Okugawa tatsächlich sowas wie ein 1:1 Ersatz. Und das gibt mir so ein bisschen das Zeichen, oh, Bielefeld hat schon ein bisschen Angst vor den restlichen Stunden, dass da noch was passiert. Sie müssen ja auch nachlegen. Und das Ding ist, Klimowicz hat einen Marktwert von 2 Millionen, Okugawa ja 5. Sprich, hier würde Bielefeld auf jeden Fall ein Win-Geschäft hinkriegen. Ja, sie brauchen ja auch Geld und hätten gleich einen Ersatz. Das hat schon alles irgendwie seinen Sinn. Also ich würde euch hier nur ein bisschen Hoffnung machen. Vielleicht klappt es bis 18 Uhr. Wie gesagt, Dovbik ist immer noch ein Thema. Kann man machen. Wie gesagt, man hat halt jetzt noch Stürmer vorne, vor allem für die Box. Wir haben ja immer noch Niederlechner. Vielleicht passiert da ja auch noch was. Der könnte noch gehen oder im Winter halt gehen. Wir haben Demirovic und Berisha, ja, der kann auch hängen spielen. Trotzdem, viele schreiben auch, Berisha könnte er hängen spielen oder Dovbik, aber das sind keine Kreativspieler wie Okugawa. So einer würde uns viel mehr bringen als einer von denen auf der 10er hängenden Spitzeposition. Das will ich euch damit sagen. Natürlich kann man Dovbik holen, aber am besten beide halt. Trotzdem würde ich die Priorität ganz klar auf einen kreativen Zehner legen. Es muss ja auch nicht Okugawa sein. Vielleicht findet man noch einen anderen auf dem Markt. Aber wir brauchen eigentlich so einen Spielertyp wie Okugawa. Also das ist jetzt so Stand der Dinge. Dovbik ist immer noch heiß. Na, da könnte heute was passieren. Okugawa ist auch noch nicht komplett aus dem Rennen. Vor allem das Klimowicz-Gerücht mit Bielefeld hat mir da jetzt ein bisschen Mut gegeben. Bis 18 Uhr wird es jetzt rund gehen. In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn ihr heute Abend auf Twitch vorbeikommt. Gegen 19 Uhr werde ich dort live gehen und dort werden wir wegen dem ganzen Kader uns live unterhalten. Was ist passiert, da wissen wir wirklich ja, was Sache ist. Da gibt es keine Gerüchte mehr, dann ist alles Fakt. Schaut da einfach vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung und da gibt es auch Videos hier auf dem Kanal, wie ihr auf meinen Twitch-Kanal kommt. Dort könnt ihr live dabei sein. Auf jeden Fall wird es einen Livestream geben, der wird auch in Real Life nochmal hier auf YouTube kommen zu den ganzen Transfers. Vielen Dank, Leute, über die ganzen letzten Tage für den Hammer-Support. Hier geht es richtig rund in den Kommentaren. Bleibt sportlich, euer Dennis und wir sehen uns live oder in den Videos um 18 Uhr. Wissen wir dann wirklich, mit welchem Kader wir in die Hinrunde gehen. Ciao.